So, willkommen zurück bei X4 mit Teil 20, 2.0 sozusagen. Wir machen direkt hier weiter. Wir sitzen wieder in unserer Katana und sind wieder zur Föderation zurückgeflogen. Pilot 2, Moral 4, also fast 4, das ist nicht schlecht. Der ist sogar Ingenieur gut. Nur wie wir unsere Leute dazu kriegen, dass sie entern lernen, wissen wir nicht. Ein Transportkorb, was wollt ihr denn? Beschaffe zwei Marine 2. Entern haben wir nicht. So. Shift M. So. Wir sollen mich hier im Asteroidengürtel ein bisschen rumflattern. Da sind wir nämlich schon. Gut, dann starte mal und flieg mal dahin. Du das? Und der hier, was sagt der? Minen aufstellen? Nee. Dann flieg mal dahin. Dann dürfen wir einmal hier den Sektor erforschen, sozusagen. Mal die ganzen grauen Felder hier aufdecken. So. Unser Rapier ist inzwischen auch fertig. Oder? Fliegt mal hier rüber. So, wir machen nämlich jetzt ein Experiment. Also die Satelliten, die kosten hier 49.000. Da kaufen wir jetzt alle diese halb, die reinpassen. 2,5 Millionen würden wir ausgeben. Dann fliegt die Rapier zurück. Hierhin. Dahin. Ma'am. Und verkauft die Satelliten wieder. Das wirst du doch ordentlich Profit bringen. So, ist die Rapier jetzt fertig, oder? Die dreht sich zumindest gut. Auch eine Möglichkeit, an Knete zu kommen, hm? Jetzt wählen wir erstmal den hier aus. Wartet mal. Ach, geht nicht mehr, ne? Weil die Rapier ja schon unterwegs ist. Doch, müsste noch gehen, weil die ja noch nicht da ist. Also, schmeiß er den wieder weg. Aber andocken kannst du ruhig schon mal. Weil wir wollen das nochmal so ein bisschen maximieren. Also. Aufrüsten, reparieren. Dann nehmen wir wieder den hier. Dann wollen wir alle kaufen und hiervon auch alle kaufen. Geht nicht. Also wenn der hier voll ist, geht hier nichts rein. Wir probieren es aus. Alles klar, das sollten wir wissen. Gut, dann kauft die mal. Froh schaffen. Sind gerade ein bisschen teurer geworden. Ja, was ist jetzt? Terranische Sicherheit an Teladi-Schiff. Sie nähern sich terranischem Sperrgebiet. Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Teladi-Handelsschiff, lukrative Investition an terranische Patrouille. Wir suchen nach Möglichkeiten, Profit auf Gegenseitigkeit zu erzielen. Wir sind nicht interessiert. Wir bestehen darauf, dass Sie Ihren Kurs ändern. Aber wir können sicherlich gegenseitigen Nutzen daraus ziehen, wenn... Negativ. Wir verlangen, dass Sie den Kurs sofort ändern. Vielleicht können wir Sie überzeugen mit wertvollen Informationen über... Wir befehlen Ihnen, Ihren Kurs sofort zu ändern, oder wir werden Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieses Systems ergreifen müssen. Okay. Kurswechsel. Der nicht realisierte Profit aus diesem unglücklichen Verlust von Gelegenheiten wird zu gleichen Teilen zwischen uns aufgeteilt. Also an den Teladi ihre Stelle wollen wir jetzt mal ordentlich mal ein paar Schiffe herholen und denen dann mal zeigen, wer hier der Boss ist. Geht ja mal gar nicht. So, hier haben wir ein Loch gefunden. Da will man schon nett und freundlich handeln und dann sagen die nö.
So, wir fliegen hier in unserer Katana und gleichzeitig ist da die Rapi unterwegs. Ma'am. Wir stehen schon hier in der Ecke. Sollen wir es noch weiter in die... Verstehen wir nicht. Wir stellen es mal wieder hier in die Mitte. So. Wie lange haben wir noch? 12, 13 Minuten noch. Dann wählen wir mal die Katana wieder aus. Dann flattern mal dahin. Wollen wir mal die Karte hier aufdecken. Also das hier soll der Asteroidengürtel sein. Katana. Asteroiden sehen wir hier allerdings nicht. Wäre interessant zu sehen. Du weißt auch nicht, wo du sitzen sollst, ne? Jetzt steigt er auf, steht hier auf und geht wieder hier rüber, hä? Muss ich so dringend zum Klo, dass ich ständig hin und her zappelt, oder? Bisschen höher vielleicht. Dann fliegst du nochmal da rein. So, wir haben wahrscheinlich das nächste Loch gefunden, wo wir dann danach einmal reinfliegen werden. Also, unsere Rapier ist ja jetzt da. Das Schiff wartet. Gut. Der fliegst du jetzt los. Dockst hier an. Und... Nee, da nicht. Bestellung verwerfen. War das hier vielleicht? Angreifen, genau. Beim nächsten Mal sollten wir die Sachen vielleicht hier kaufen, okay? Da vielleicht? Hier sind sie auch günstig. Also die einzige Station, wo es teuer zu sein scheint, ist wohl hier. Ja, dann verkaufst du dir nämlich den Ramsch hier wieder. Alle. Und dann kriegen wir 3,5, also knapp 1 Million einmal plus gemacht dann. Hm? So kann man auch Knete machen. An einer Stelle Satelliten kaufen und auf der anderen Stelle die Satelliten wieder verkaufen und 1 Million Gewinn machen. Geld stinkt nicht nach dem Motto. Es sei denn, man hat es vorher in die Kloake geschmissen. Na gut, was natürlich keiner tut. So, wir haben hier in dem Asteroidengürtel nicht einen Asteroiden gefunden. Ja? Sind die in dem Zeitalter, wo das Spiel spielt, verkauft worden? Weil die ganze Karte scheint komplett leer zu sein. Und besonders viele Stationen hier im Asteroidengürtel sind auch nicht. Na gut, dass der Schrotthaufen so langsam fliegt, weil wir müssen immer noch 9,5 Minuten hier warten. Ja, der Kreis von dem Schiff, was er aufdecken kann, müsste größer sein. Da kommt unsere Rapier. Damit er hier alles auf einmal abfliegen kann. So müssen wir den nochmal hin und zurück fliegen lassen. Räuch ich noch ein bisschen weiter nach da. Und du räuch noch ein bisschen weiter runter. Und der kann ruhig noch ein bisschen weiter nach da. Quieps. Ein Hamburger. Zerstöre Lasertürme. Dass ich auf sie zählen kann. Aber erstmal den noch aktiv lassen. Bruder? Hm? Können wir bei euch die... die hier loswerden? Diese Siliziumscheibe? Wo haben wir die überhaupt hergekriegt? Wir wollen sie nicht haben. Dann docken wir da auch nicht.
So, jetzt müssen wir hier Zeit schinden. Das ist doch doof. Wir haben den ganzen Asteroidengürtel durchflogen. Und nicht ein Asteroiden. Ist das da vielleicht einer? Ein Asteroid ist hier? Eieieiei. Also, wo alles schon abgegrast, ja? Unsere Rapier befindet sich. Hier oben. Gut. Du willst ja hier die Satelliten verkaufen. Dann fliegst du hier runter. Das sind 1, 2, 3 Springer. Hier hin. Aufrissen reparieren. Nee, es geht nicht. Okay, also solange wie wir die an Bord haben, geht's nicht. Tja, schon haben wir die Karte aufgedeckt. Dann fliegt man zu dem Loch. Dann fliegst du zu der Station. Dann fliegst du zu der Station. Wir müssen jetzt sozusagen hier irgendwie Zeit schinden. Damit wir die knapp 7 Minuten noch umkriegen. Nur ein Asteroid im Asteroidengürtel. Eieieiei. Du da. Achso. So, die gesamte Karte ist aufgedeckt. Polizeischiffe? Ne, nicht Jägerstaffel, okay. Oh, da ist noch einer. Bleibt die da jetzt sitzen, oder? Oh. So, knapp 6 Minuten noch. So kommt Knete rein. So, die Rapier hat jetzt sozusagen die Satelliten verkauft. Du fliegst jetzt dahin. Und kaufst Satelliten. 2,34 Millionen. Die machen es ja einfach Knete zu kriegen. So, nee, hier muss man ja ziehen, stimmt ja. Könnten wir bei euch Siliziumscheiben verkaufen? Sieht nicht so aus. War das nicht so, dass hier dann immer so ein nerviges Fenster hier kam? Einkauf, also die wollen welche haben. Die müssen wir hier rüberfliegen. Das sind ein paar Meter. Aber nicht so unbedingt die Lust zu. Lass mal wieder aus mit dem, das nervt ja. So, knapp 4 Minuten noch. So, dann machen wir das jetzt wieder. Ne, dürfte nicht gehen, weil zu lange hier nicht mehr waren. Da war eine. Also bestimmt Satellitenreparatur oder so. Du da? Datenlecks, ja. Nö. Könnte aber halten.
So, du müsstest jetzt sozusagen die Zeit, die wir jetzt noch haben, 200 Sekunden, das hier, naja, das reicht nicht. Also darfst du noch ein bisschen weiter Kreise drehen. Die Frage ist ja, wenn wir... Ach nee, haben wir ja gar nicht. Wir wollten gerade sagen, wenn unser Schiff voll ist, dann fliegen wir vielleicht nicht so schnell, als wenn unser Schiff, wenn unser Frachtraum leer ist. Achso, du bist noch dabei, alles klar. So, jetzt hat er die Satelliten gekauft. Jetzt fliegt er wieder einen nach oben. Und verkauft die da jetzt wieder. Ein Sprung. Alle. Ruf wieder eine Million dazu. Das ist doch nett. So kann man gut Knete machen. Was sind das hier oben? Das sind doch eigentlich Frachtschiffe. Keine Abbauschiffe. Achso, hier durch das Loch durch. Da werden wir auch gleich durchsausen. Aber das müssen wir selber machen. Weil der NPC ja zu blöd dafür ist, durch ein unbekanntes Loch zu fliegen. Aber wir müssen noch 100 Sekunden abbauen. Diese Lasertürme, wo müssen wir die denn abknattern? Da hinten, okay. Gut, dann machen wir das danach. Hier fliegen wir noch nicht durchs Loch. Wie sieht's aus? Oh, wenige Sekunden nur noch. Gut, dann löschen wir den letzten Eintrag. Dann fliegt man direkt hier zum Loch hin. Sekunden noch. Oh, ein Punkt dazu bekommen. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Gut, dann machen wir jetzt, ja. Wie viele sind's denn? Wieder fünf. Gut, dann fliegen wir hierher. Dann schießen wir euch mal ein paar Satelliten ab. Satelliten, ein paar Laser. So, die Rapi hat inzwischen wieder Satelliten verkauft. Dann fliegst du jetzt wieder hier runter und kaufst wieder welche. Ach, der speichert gerade. Wir wollen schon klicken dahin. Warum geht das denn nicht? Erreiche System. Getzofone. So, einmal voll einladen. Pirat gesichtet. Ich habe es so gewollt. Das weiß ich. Wir sehen keinen Piraten. Greifen jetzt in den Kampf ein. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Alles löschen. Geht das mit einem NPC oder geht das nicht mit einem NPC? Oh, die Minen sind weit unten. So wie es aussieht, geht's nicht. Gut. Erwarte Befehle. Weg da. Ma'am.
Wie weit sind die denn weg? Baldrick. Das ist ein Schiff. Oh. Kann man eigentlich auch im Reisemodus feuern oder geht das nicht? Oh, geht auch. Okay. Kundschaft! Das sind ein paar Minen, ne? Wie viel sammeln wir denn? 30? Uiuiui. Dann hat er aber lange hier gestanden, dass die 30 Minen. Nee, die kriegen wir so nicht. Wie lange hat der denn da geparkt, dass ich mir Zeit hätte, 30 Minen hinzustellen? Ja, ist doof, dass der Laser nicht dauerhaft feuert. So geht's auch. Ach, der ist so weit weg. Haben wir noch Minen, die mal ein bisschen näher sind? Der ist näher. Schrott. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen näher ranpirschen. Wir müssen einfach weiter feuern. Okay. So geht das also. Und da ist noch eine. Das war's schon. So, du darfst weiter sausen. Danke für Ihre Hilfe. Rechnung kommt später. 90.000? Könnte ruhig mal ein bisschen mehr sein. Um ihn kaputt zu machen. Was ist das jetzt? Laserturm? Och! Direkt um die Ecke. Oh, noch. Unbekanntes Objekt. Genau. Nee, dann nehmen wir den Boost nicht. Wir brauchen nämlich dann alle Schilde, die wir haben. Unsere Kamera flackert da unten schon wieder, weil bewegen ist alles in Ordnung. Aber dieses blöde Flackern ist merkwürdig. Oh, da sollte mal einer bremsen. Laserturm Mark 2. Schnabel. Und Schrott. Laserturm Mark 2. Wir sind wahrscheinlich für den Turm außer Schussweite. Laserturm Mark 1. Wir wollen aber nicht auf die Station feuern. Schnabel. Was willst du denn? Andock erlaubt. Schrott. Einmal kurz auf die Karte gehen. Was will der hier? Könnt ihr behalten. Wir brauchen nämlich jetzt erstmal wieder unsere
Unser Rapier? Die fliegt jetzt wieder hier hoch. Und verhökert die Satelliten hier. Und schon gibt sie der Knete dazu. Guten Flug. So, unsere Katana befindet sich wo? Hier eigentlich, ja. Da stellen wir den erstmal auf aktiv, aber wir können halt noch nicht sagen, wo wir da hinfliegen müssen. Wartet mal. Wir fliegen doch gerade selber, oder? Ja. Danke für Ihre Hilfe. Rechnung kommt später. Dann machen wir das jetzt auch noch. Danke für Ihre Hilfe. Sprungtor, Sol. Andocken abgebrochen. Wir hatten auch gar nicht vor, anzudocken. Aber wir behalten sie uns. Erreiche System, Sol, Beschleuniger, unbekannter Sektor. Das war die Rapier, die jetzt gerade die Drohnen wieder die Satelliten verkauft hat. Das Geflacker da unten geht einem so ein bisschen auf den Keks. Das hatten wir doch in der letzten Folge auch schon. Wir kommen seitlich drauf zu. Yeah. Ist die Frage, wo ist jetzt die Durchflugschneise? Unten oder oben? Beschleuniger, unbekannter Sektor. Wir schießen voll dran vorbei. Und rein da. Erreiche Mars. Mars. Was war das? Schiff D? Außerhalb von Andock-Reichweite. Wie da muss man denn da drin sein? 5 Kilometer vielleicht? Andock-Erlaubnis erteilt. Erstmal auf die Latsche bremsen oder auf die Bremse latschen? Oh, das war ja einfach. Also wenn das so weitergeht, müssen wir die Kamera ausschalten. Es geht nicht anders. Erfolgreich angedockt. Wir sind das erkannt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Oh, ihr seid erfreut. Uiuiui. Möchtet ihr vielleicht Siliziumscheiben kaufen? Nö, möchten sie nicht. Dann sind wir nicht erfreut. So, was sollen die denn können? Ingenieur 1, Moral 1. Wir wählen jetzt unsere Katana. Halt! Unsere Rapios, gut. Weil die sind nämlich noch ziemlich jung und klein. Aber die haben noch nichts.
Also Ingenieur hat er 1. Aber Moral hat er nicht ganz 1. Und der andere? Den können wir nicht gebrauchen. Gut, dann wählen wir jetzt unsere Katana aus. Dann nehmen wir mal die Leute, die am untersten sind. Der Ingenieur und Moral locker. Die wollen wir am liebsten gar nicht hergeben wollen. Bruder, arbeite woanders für unser Schiff. So. Dann wählen wir wieder unsere Katana aus. Und jetzt hier. Achso. Bruder. Ja. So, jetzt hat unsere Katana sozusagen wieder ein bisschen Platz. Also das Geflacker, das... wir sind ja jetzt sowieso tonlos. Wir schalten die Taste, die Kamera aus. So, nervt ja. Dann wählen wir jetzt unsere Katana aus. Zumindest versuchen wir das, okay. Dann nehmen wir jetzt wieder den da. Wir sind schon da. Mal zumachen. Versorgungsgüter bergen. Versorgungsgüter bergen. Das sind ein paar Meter, um da hinzukommen. Da würden wir uns natürlich fragen, warum fliegt er nicht unten rum? Ist er kürzer? So, Rapier. Du haust jetzt da wieder ab, kommst hier runter. Da holst du dir erstmal erweiterte Satelliten, machst richtig voll deinen Bauch. Guten Flug. Machst du das jetzt oder? Ja. So, und währenddessen wir uns hier langweilen. Schnappel. Wollen die dich dann nicht haben? Gut, dann hauen wir hier wieder ab. Das ist im Dauermodus hier. Egal, was man mal so ein bisschen versucht, der muss immer gleich speichern. Ist ja so wichtig. Wie wär's, wenn er nur noch speichert? So, wo ist er? Weil dieses bedeutet doch eigentlich, dass ein Gegner hier irgendwo sein soll. Jetzt krachen wir erstmal voll in die Station rein. Natürlich nicht. Orbital Verteidigungsstation. Orbital? Aha. Wartet. Das können die wieder machen. Wollen wir mal den Sektor hier mal ein bisschen erkunden? Ma'am. Das ist zwar das Langweiligste, was wir machen können, aber eine andere Möglichkeit sehen wir nicht, die Sektoren aufzudecken. Wir gehen mal von der Annahme aus, dass hier auch gar keine Feindschiffe sind. Das heißt, er kann das wie gemütlich machen. Solange können wir uns mal ein bisschen unsere Rapier angucken, was die jetzt gerade macht. Und die ist gerade beim Docken.
Vielleicht gibt's Knete, Leute. Katana. So, das soll jetzt also der Mars sein. Naja. Hast du das jetzt gemacht oder stehst du jetzt hier einfach so zum Spaß rum? Ja, der ist schon voll. So, dann fliegst du wieder hier hoch. Und dann schmeißt du den die Sonden wieder in den Rahmen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Und der hier? Zwei Marine. Was sollen die denn können? Entern. Wir haben keinen einzigen. Wir wissen auch nicht, wo wir... wo wir Leute herkriegen, die entern können. Grausamer Vorstoß 2. Wo das auch immer sein soll. Wenn wir jetzt hier noch einen Patrouillenauftrag hätten, das würde gut zusammenpassen. Aber wartet doch mal. Möchtet ihr vielleicht unsere Siliziumscheiben haben? Ein Lämpchen leuchtet hier. Ne? Möchtet ihr vielleicht unsere Siliziumscheiben haben? Ne, wollen sie nicht. Da ist ein Loch. Möchtet ihr vielleicht unsere Siliziumscheiben haben? Ne, wollen sie nicht. $15 Millionen. Die Rapi hat gerade die Satelliten wieder verkauft. Tja, Leute, so kann man auch Knete machen. Vielleicht können wir das sogar noch steigern. Ja, wir wollen gucken, ob hier noch was ist, bevor wir wieder zur Rapier wechseln. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Die Rapier steht ja hier. Oder? Hier docken. Und dann kaufst du wieder voll mit Satelliten. 2,3 Millionen kriegen, 3,4 Millionen zurückhalten. Das ist doch nicht schlecht. Ja, wir haben das deswegen etwas schräg untergesetzt, damit wir versuchen können, vielleicht dies hier auch noch ein bisschen aufzudecken. Wir können uns nicht vorstellen, dass das ein bisschen alles ist an Stationen, die sie hier haben. Diese Tablettenstation zum Beispiel. Möchtet ihr Siliziumscheiben kaufen? Wir wollen sie nicht.
Dann halt nicht. Jetzt schießt man schon unsere eigene Maus ab. Aber hier beim Mars scheint es ja auch so gut wie nichts zu geben. Zuck. Dann einmal dahin. Hier oben hoch. Irgendwie müssen wir ja die grauen Felder aufdecken, sozusagen. Und das geht ja nur, indem man da hinfliegt. So, das bisschen hier noch aufdecken. Zuck. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Kannst drehen. So, Rapier, wie sieht's aus? Da ist der Licht. Unten hängt sie. Ja. Wir vermuten mal, dass du schon gedockt bist. Und die Dinger schon gekauft hast, ja. Dann haust du da jetzt ab. Und verhökerst den Ramsch da wieder. Naja, 900.000 gibt es diesmal nur dazu. Aber haben oder nicht haben? Wir müssen sogar noch ein bisschen weiter dahin fliegen, damit wir den hier auch noch kriegen. Hm? Da. Was wollt ihr? Wir suchen erfahrene Leute, benötigte Fähigkeiten, Moral und Pilot. Eine Million gibt's dafür. Oh. Annehmen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Dafür gibt's eine ganze Million. Und wir haben noch Leute, die es machen könnten. Wir machen aber wieder von unten. Nee. Pilot, nee. Pilot 1 Stern. Was wollt ihr haben? Pilot 2 Sterne. Ja, das kriegen wir ja locker hin. Du da. Können wir dich irgendwie rufen? Ah, hier. Kann ich helfen? Ja, 2. 1. 1. 6. Tschüss. Auf Wiedersehen. Genau. So, jetzt hat sie Pilot fast 3. Ja. 2 Milliarden mal speichern. Wie viele Piloten willst du haben? 2, okay. Dann machen wir den jetzt zu. Und dann machen wir den jetzt auf. Und diese Tante rufen wir jetzt auch. Kann ich helfen? 2. 1, 1. 6, 6. Ende und aus. Genau. Die Karte aufgerufen lassen. So. Tut er? Arbeite für unser. Ja. Bleib doch da. So. Und du da?
arbeite wohl dafür, wollen das für unser Schiff. Wieder rauszoomen, wieder rein. Piloten gesucht zu, weiß ich. 1 Million dazu. Was habt ihr Leute gekostet? 5000 oder so? Oder vielleicht 6000? Dazu haben die Ausbildungssachen 4000 gekostet. Das heißt, wir haben 20.000 ausgegeben und 1 Million bekommen. Nicht schlecht, ne? So, Katana. Das kann man bald mal wieder ein paar neue Leute gebrauchen. Na, den hab. Ja. So, dann gehen wir jetzt wieder zu unserer Rapier hin. Bruder, du warst bestimmt fleißig. Wir haben nämlich schon fast so etwas mit 17 Millionen schon. Dann fliegst du wieder hier runter. Holst wieder die Satelliten. Frohes Schaffen. Oder er sagt guten Flug. So, dann schnappen wir uns mal den hier. Ja, den ziehen wir mal ein bisschen weiter nach darüber. Bruder? Aufrüsten, reparieren. Aufrüsten, reparieren. Wir nehmen nochmal hier einen dazu. Und dann nehmen wir hier nochmal 3 dazu. Vielleicht kriegen wir die ja dann, wenn die hier drin hocken, auch ausgebildet. Vielleicht kriegen wir ja die Leute dazu, dass die mit Entern dann sozusagen mehr haben. So, die Rapier hat eingekauft. Meine Knete fehlt nämlich. Bis wir sozusagen ein Schiff haben, was noch einen größeren Frachtraum hat. Der hier ist weit weg. Hier müssen wir 10er-Schiffe zerstören. Ne, Yaki-Schiffe kaputt machen, okay. Da müssen wir eine Station scannen und hier auch. Was ist das hier? Genau, das sind die Yaki-Schiffe. Und hier auch Yaki-Schiffe. Hier müssen wir 10er kaputt schießen. Aber 10er kaputt schießen ist sehr einfach. Wenn wir nämlich wieder mal so ein Navigation, bereite Andocken vor. So ein Bergbauschiff eskortieren müssen. Andockerlaubnis erteilt. Bringt das Schiff langsam rein. Ihr könnt auch schnell reinfliegen. So, was willst du jetzt? Und wir wissen auch, wo sich das Schiff befindet. Nein. Wir vermuten mal nicht, dass sie uns das auf die Nase malen werden, wo sich das Schiff befindet. So, du da? Du fliegst jetzt wieder hier hoch. Und verhökerst die Satelliten wieder. Und schon gibt es hier 3,2 Millionen dazu. So, währenddessen unsere Katana erstmal ein paar Marine-Leute aufnimmt. Das müsste ein Sekundenbruchteil sein, genau. So, dann fliegst du hin zum Loch und dann wollen wir mal da durchfliegen. Mal sehen, wo es hingeht. Der dockt sofort ab. Was ist denn da los?
Abbuchung 2,4 Millionen, genau. Das sind die Satelliten, die er sich geholt hat. Blöd, dass wir das nicht auch wieder aufblenden lassen können, irgendwie. Wir gehen hier nochmal rein. Dann gehen wir da rein. Dann gehen wir. Passt aber gar nicht. Zum Bürger der Republik. Na, das hört sich doch gut an. Die Antigonen. Mhm. Ja, das interessiert uns ja gar nicht. Was quiemst du hier rum? Noch ein Einkaufskorb? Ja, genau. Wir wissen auch, wo sich das Schiff befindet. Mann. Einmal mitdenken, bitte sehr. So, da wollen wir durch. Wo sind wir denn? Katana. Da. Oder? Du da. Da wollen wir selber durchfliegen. Weil er selber macht es ja nicht. Beschleuniger. Unbekannter Sektor. Da können wir ruhig mal den Booster benutzen. So, einmal rein ins Loch, auch wenn wir keine Schilde haben. Aber wir fliegen zur Föderation, da dürfen wir eigentlich nicht mit Feinden rechnen. Geschwindigkeit 666. Erreiche Venus. Venus? Ja, und die Erde? Zwischen Mars und Venus ist doch die Erde, oder nicht? Na gut, wir nehmen mal ein bisschen Abstand vom Loch. Dann stehen wir wieder auf. Rückwärtsgang rein. Also wenn das der Mars ist und hier die Venus ist, du musst doch... Ma'am. Ist hier zwischen der Lücke irgendwo die Erde ganz klein gepresst, oder was? So, einmal hier einen kleinen Lappen runterfliegen. Den löschen wir. Ja, im Uhrzeigersinn geht auch. Ein weiteres Loch haben wir ja hier nicht. Durch das Loch sind wir gekommen und durch das Loch sind wir gerade geflogen. Das haben wir schon 18 Millionen. Nur weil die Rapier halt Zeug hin und her fliegt. So, dann haust du da. Du fliegst dann wieder hier runter. Und schnappst dir mal wieder 50 Satelliten. Fuß schaffen. Queen, hier oben in der Lampe. Patrouilliere Mars, jo. Ich wusste, dass ich auf sie zähle. Haben wir ja gerade eben nur schon gemacht, aber... Da. Möchtet ihr vielleicht unseren Schrott haben? Die... warte mal, wir haben noch das falsche Schiff ausgewählt. Bruder? Handeln mit? Nein, die wollen diese Lithium-Dinger auch nicht haben. Was kosten denn hier die... Die Drohnen? 60. Drohnen, Satelliten. Mhm. Aber gut, hier gibt es ja keine Station. Großherrlich. Was kosten hier die Satelliten? Könnte man hier fast das gleiche machen.
Aber hier bei der Venus scheint es ja auch nichts los zu sein. Na gut, wir haben erst einen Teil des Sektors aufgeklärt, sozusagen. Die Rapier ist noch dabei. Müssen wir sozusagen ein Schiff haben? Was ganz viele davon. Ach, du fliegst gerade an ein Loch vorbei. Da kommt doch gerade ein Frachter raus. Ein Gassammler. Ja, der könnte mal zum Jupiter fliegen, da gibt's genug Gas. Trinken ist wichtig. Ist nicht ganz gerade. Wo wir ein bisschen hochgezogen haben. Naja. Nee, unsere Rapier müsste hier unten sein, ja. So, du da? Fliegst du mal hier hoch? Und verhökerst die Dinger da wieder. Der Preis sinkt so langsam. Aber noch machen wir Profit. Naja, wir machen Profite, indem wir Satelliten da kaufen und auf der anderen Station wieder verkaufen. Naja. Was war das denn? Gibt's da irgendwie eine Meldung zu? Terranische Sicherheit, an sich näherndes Schiff. Sie nähern sich einem Sperrgebiet. Bitte ändern Sie Ihren Kurs sofort. Halt die Backen, sonst wirst du weggeschossen. Terranische Sicherheit, ein eindringendes Schiff. Sie befinden sich auf einem Kurs, um in sicheren Raum zu gelangen. Wir bestehen darauf, dass Sie sofort den Kurs ändern. Andernfalls ergreifen wir militärische Maßnahmen. Wenn du das versuchst, wirst du erschossen. Kannst du dir überlegen. Hat sie sich woanders überlegt, die Tante. Glück gehabt. Sonst hätten wir dich weggemacht. So, 19 Millionen haben wir jetzt schon. So, das heißt einmal hier hoch. Geht ja mal gar nicht hier. Was denkt ihr eigentlich, wer die ist? Präsident des Weltalls? Hat die Backen zu halten. Sonst nehmen wir ihren Mund zu. So, du holst dir mal wieder ein paar Satelliten.
Also wir haben jetzt hier ein Loch gefunden und wir haben da ein Loch gefunden. Scheint es wirklich so gut wie nichts zu geben. Nur das Sonnenkraftwerk, mehr nicht. Ein bisschen wenig eigentlich. So, die Rapier hat inzwischen wieder eingekauft. Ist die Frage, wie bilden wir die jetzt aus? Okay, die haben schon intern etwas mehr. Aber nicht viel mehr. So, jetzt kommt ja, kommt's ja noch, dass wir in einem Kampfschiff sitzen und uns von so einer Tante was befehlen lassen. Geht ja mal gar nicht hier. So, wir decken noch den Rest hier auf und danach fliegen wir wieder hier rüber. Also hier bei der Venus, da gibt es nur dieses eine Sonnenkraftwerk. Mehr nicht. Welche Zeit spielt denn das Spiel, dass es hier nur ein Kraftwerk gibt? Die Venus ist näher an der Sonne dran, da sollte es doch mehr geben. Mal sehen, ob gleich wieder die Warnung kommt, wenn wir hier dran vorbeisausen. Ich vermute mal, dass das Loch hier zur Erde führt. Und wir einfach noch keine Freigabe für die Erde haben. Lasertürme. Jetzt kommt's drauf an. Wer dies wirklich wissen? Und möchte schon mal frühzeitig ins Gras beißen oder lässt sie uns an dem Loch vorbeifliegen? Ein paar Stationen. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ein gelbes Fragezeichen, ja. Mal wieder ein Fragezeichen, was wir nicht aufdecken können. Ein Sicherheitscontainer, oder? Oh, die Tante hält diesmal ihren Schnabel. Hat sie Glück gehabt. Sonst hätten wir sie nämlich frühzeitig in Rente geschickt. In einer Holzkiste. Tyrannische Sicherheit, an sich näherndes Schiff. Sie nähern sich einem Sperrgebiet. Bitte ändern Sie Ihren Kurs sofort. Na los, kommt doch her! Wir haben die stärkeren Waffen als deine Katana. Und unsere Waffen treffen. Alte Nudel, sozusagen. So, Katana. Du fliegst ja mal hier rüber. Einmal docken. Wie soll man denn das hier erkennen? Ist ja doof. Andocken warten machen wir schon mal. So, jetzt haben wir nämlich das komplett aufgedeckt. Hier bei der Venus gibt es den da. Und die beiden. Uiuiui. Wir haben neue Befehle. Navigation. Fliegen Sie zur folgenden Position. Das wollen wir mal gucken. Was gibt's denn hier Nettes?
Also 846 kostet der. Der kostet 2 Millionen und ist langsamer. Nö. Bestimmt nicht. Der nimmt uns Gieren weg, genau. Nee. Mit dabei halten. Die Schilde sind schon drin. Die haben wir ausprobiert. Damit kann man nur einmal feuern und dann geht's nicht mehr. Wie dämlich. Wie sieht's denn hier mit der Satelliten? Ach nee, viel zu teuer. Erreiche Mars. Mars. Milky Way schmeckt uns aber lieber als Mars. Okay, verwerfen. So, unsere Katana ist mit... Katana. Unsere Rapi ist hier unten. Tut er. Flattern hier hoch. Den da. Heute noch? Geht doch. Und dann verhökerst du da die Satelliten wieder. Das gibt wieder 3,2 Millionen dazu. Wohl schaffen. Was wollt ihr? Aha. Und hier, was ist mit der Kiste hier? Nee. Herr, bitte Erlaubnis zum Andocken. Wir haben kein Frachtschiff. Von daher Ablehnung. Wird verweigert. Auf Deutsch gibt's nicht. Hier sind genug Frachtschiffe. Die haben lange Langeweile. Die stehen sogar hier oben im Parken. Andocken und warten. Also du machst da gar nichts. Angreifen, genau. Wie sieht's denn mit Schubdüsen aus? Nee. Schilde? Die terranischen Schilde sind die stärksten, gibt's nicht. Okay. Also hier gibt's nur MK1. Da kann man keine 2er einbauen. Hier war schon das Maximale drin. Hier kaufen wir die Sachen nicht. Personal ist voll. Was war das? 19,4000 Credits hier, um 20 Millionen zu haben. Okay, wir sind ja jetzt bei der Erde, oder fast zumindest. Wo haben die denn ihre große Station? Oder? Wir würden gerne ein Schiff kaufen wollen. Was ist denn eine Fregatte? Also die Fregatte scheint 4 Angriffslaser zu haben und 2 Türme. Machen wir mal Maximum. Ist das eine lahme Ente? Die Schilde sind die gleichen. Nee, die Mensenblaster bringen nichts. Haben wir schon ausprobiert. Aber da kann man einmal mit feuern und dann war's das. Was würde das Schiff denn? Metallmikrogitter. Was würde der Schrotthaufen denn kosten? 34 Millionen? Teurer als unsere Katana? Eieiei. Was ist denn da so teuer? Das sind wahrscheinlich die Mensenblaster. Die Waffen sind völlig nutzlos. Man kann nur einmal damit schießen. Und eine Cooldown-Zeit von 10 Minuten oder so haben die? Ne.
Das Doofe ist, man kann hier bei der Föderation keine Strahllaser kaufen. Ist ja merkwürdig, auf der Föderation hier die Klasse 1 geht. So, Täuschkörper nehmen wir natürlich keine. Was sollen wir damit? Der könnte 100 kaufen. Aber das Schiff ist arschlangsam. Damit können wir nicht mal ein Schiff patrouillieren. Ein Patrouillenschiff. Nee. Verwerfen. Würden wir nicht haben wollen. Wisst ihr was? Wir haben jetzt im Zeit sowieso nichts mehr zu tun. Wir beenden Runde 20. Mit zweimal einer Androhung, eine Tante abzuknattern, weil die frisch wurde. Also, wir drücken jetzt Escape. Speichern. Erneut überschreiben. Jo. Prost schaffen. Dort schon so ein bisschen, bis er gespeichert hat. Erneut Escape und die Aufnahme beenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt X4 mit Teil 21.